Ihr habt nach kleineren Booten für die Ost- und Nordsee gefragt und auch für den etwas kleineren Geldbeutel. Heute haben wir eins davon, ein ganz spezielles noch dazu mit Decksalon. Darf ich vorstellen, Moody 33 Eclipse. Lasst uns kurz mal einen Bogen schlagen. Wir kennen ja alle die Yachten von Sirius, ne? Decksalon, spannende Aufteilung, super ausgeklügelt und echt gute Bauqualität. Ihre 32er war so eine Ikone. Das war ein sehr erfolgreiches Modell mit insgesamt 100 gebauten Exemplaren. Cooles Boot für die nördlichen Gewässer, ja, mit echtem Decksalon und Innensteuerstand und einfach einer sehr effizienten Größe für die nordischen Häfen. Ein sehr beliebtes Boot. Kostenpunkt gebraucht, wenn denn mal vorhanden, liegt irgendwo zwischen 85.000 für die aus den 90er Jahren und bis zu 200.000 für die Jüngeren aus den 2000er Jahren. Aber es gibt auch günstigere Alternativen. Es gibt wenige davon, aber es gibt sie. Die Moody 33 Eclipse, die gehört dazu. Der Eigner ruft nämlich 56.000 Euro auf für einen nach eigenen Aussagen sehr guten Zustand. Ob das wirklich so ist, das checken wir heute. Wobei wir heute nicht Hendrik und ich sind, sondern unser nördliches Team, Ole und Marc. Moin. Das ist also unser erstes Video auf unserem Kanal von den beiden. Das ist ein sehr spannendes Boot heute, eine sehr spannende neue Kombi. Aber keine Angst, meinen Senf bekommt ihr trotzdem noch dazu. Pünktlich zum Sonnenaufgang jetzt. Also, los geht's. Die Kriterien für diese Bootssuche waren sehr spannend, also ungewöhnlich auch für uns. Die Bootsgröße war nämlich im Maximum schon vorgegeben, weil die Box für das Boot schon existiert. 34 Fuß oder 10,36 Meter ist die absolute Obergrenze. Größer darf das Boot nicht sein. Also für uns mal ein relativ kleines Boot, aber wir brauchen trotzdem eine Stehhöhe von 1,85 Meter. Denn unser Kunde, der Rolf, der möchte auch mal länger auf dem Boot unterwegs sein, hauptsächlich in den nördlichen Küstenregionen. Komfort und Sicherheit steht ganz oben, und Qualität natürlich auch und wenig die Sportlichkeit beim Segeln. Das Budget sind stolze 150.000 Euro, was für diese Bootsgröße schon eine recht komfortable Summe ist, aber es soll natürlich trotzdem so kosteneffizient sein wie möglich. Gehen wir mal fix die Optionen durch, die wir haben. Vom Stil her gefällt eine Halberg Rassi. Die 34 zum Beispiel, ja, Klassiker, damit ginge es auch schon recht nah ran ans Budget. Aber nur weil das Budget vorhanden ist, muss man es ja auch nicht ausreizen. Zudem ist das Wort Decksalon ganz häufig gefallen. Damit haben wir die Halberg erstmal hinten angestellt. Ein Decksalon in der Bootsgröße, das ist schon relativ selten. Das grenzt den Markt jedenfalls sehr ein. Woran man sofort denkt, ist zum Beispiel eine Nauticat 32 oder sehr bekannt eine Sirius 32. Beide haben einen stolzen Preis und die Sirius ist natürlich auch nur sehr selten zu haben. Wir haben eine 32-Fuß-Yacht von MK gefunden, ist wegen dem Schwert aber rausgefallen. Bouquier hat eine 34er Decksalon-Yacht. Und viel mehr Serienbauten sind auch wirklich kaum zu finden mit dem Größenlimit, bis auf die Moody 33 Eclipse. Die hat Rolf völlig überzeugt durch die Aufteilung und dem augenscheinlich sehr guten Zustand. Und sie hakt tatsächlich alle harten Kriterien ab, die wir gesetzt haben. Da müssen wir nicht mal das Wort Kompromiss verwenden dieses Mal. 56.000 Euro ist der Preis, worauf sich die Parteien geeinigt haben. Also auch top. Damit liegen wir deutlich geringer als mit einer vergleichbaren Nauticat oder Sirius. Die Moody soll es also werden und jetzt steht der technische Check an. Wir starten jetzt also in Dänemark mit Ole und Marc vor Ort. Ah, eine Sache noch. Der Rolf, der möchte im Video nicht auftauchen. Das respektieren wir natürlich, also nicht wundern. Ja, dann von mir auch ein fröhliches Moin Moin. Wir starten mit den Zahlen, Daten und Fakten zur Moody. Die wurde 1989 gebaut und der Nocheigner ist auch erst der zweite Eigentümer des Bootes, was bei 34 Jahren Alter schon bemerkenswert ist. Mit einer Länge von 9,91 Meter bleiben wir auch einen knappen halben Meter unter der Obergrenze von 34 Fuß. Die immerhin 3,40 Meter Breite bringen im Inneren ein ganz ordentliches Raumgefühl, das werden wir aber gleich noch sehen. Klar, das bringt natürlich Gewicht mit. Mit ihren 5,6 Tonnen Verdrängung ist sie sicherlich kein Leichtgewicht mehr. Das Gutachten starten wir jetzt wie meistens an Land und mit dem Check des Unterwasserschiffs, bei dem sich die Moody schon mal die ersten Pluspunkte abholen darf. Ja, wir sind jetzt hier beim Unterwasserschiff und wie immer gibt es erstmal die Rüttelprobe an irgendwie allem, was angebaut ist. Ihr Ruderlager sieht sehr gut aus, Wellenlager sieht auch alles gut aus, also nichts ausgeschlagen. So gefällt das. Aber es ist eben doch nicht immer alles Gold, was glänzt. Also der Kiel war mal ab und wurde wieder rangesetzt und in dem Atemzug sieht es hier so aus, als ob die Kielfuge gesetzt wurde
und dann das ganze Ding mit der Sperrschicht mit eingearbeitet wurde. Da das ja aber ein Gusseisenkiel ist, wissen wir ja, hält die Farbe nicht ewig dran. Bisschen rostelig, daher wird das kommen, aber so wie das hier aussieht, wird das letztes oder dieses Jahr passiert sein. Also kein Grund zur Sorge, einmal schön aufmachen, neu versiegeln und fertig. Da die Boote vor den Gutachten häufig nicht lange genug an Land stehen können, damit das Antifouling ganz durchtrocknen kann, heißt es zum Messen der Feuchtigkeit meistens kratzen. Und auch hier zeigt sich die Moody vorbildlich. Ja, wie schon oft hier im Kanal, gibt es auch hier wieder ein paar ganz interessante Sachen beim Unterwasserschiff, die, finde ich, erwähnenswert sind. Der Vorbesitzer hat das neu aufbauen lassen, also hat eine Sperrschicht sozusagen setzen lassen. Und er hat die Sperrschichten in unterschiedlichen Farben gesetzt. Das heißt, die erste Schicht ist schwarz, dann weiß, ein Türkis, das dann auch direkt der Haftvermittler für das Antifouling ist. Und dann halt das Antifouling drauf. Der Riesenvorteil ist einfach, erstmal für mich, ich weiß ganz genau, wie weit ich kratzen muss. Und der zweite Riesenvorteil ist, wenn du einen Kratzer am Unterwasserschiff hast, was ja immer mal blöderweise irgendwo passieren kann, dann weißt du direkt, oh Gott, ich habe ein Riesenproblem, mein G-Code ist durch. Oder kein Ding, ich habe noch meine Sperrschichten davor. Es war wirklich nur das Antifouling oder die erste Schicht von einer Sperrschicht. Es ist aber noch alles intakt. Und das ist wirklich zu empfehlen, weil kostentechnisch ist das exakt das Gleiche. Ich kann auch am Ende die ganzen leeren Farben zusammenmischen, weil es einfach nur Farben sind. Dadurch habe ich aber halt eine schöne optische Trennung. Und was man hier auch nochmal ganz oft sagen muss, was man leider irgendwie öfter hört als man oder öfter sieht, als man es sehen will. Das Anti-Fouling ist wirklich kein Schutz fürs GFK. Also man sieht das manchmal, dass irgendwelche offenen Stellen sind und dann die Eigner da 10 Schichten Anti-Fouling drüber malen, weil hält ja schon. Nee, hält nicht. Anti-Fouling ist offenporig, da geht Wasser durch und Feuchtigkeit. Also für den Schutz vom Laminat immer eine Sperrschicht verwenden. Das Schöne an dem Unterwasserschiffaufbau ist, wir haben hier viel Sperrschicht. Also wirklich wie Herstellervorgabe mindestens 4 Schichten, das sieht man auch. Haben aber eine sehr dünne Anti-Fouling-Schicht drüber. Heißt, es sind vielleicht augenscheinlich, sage ich mal, unter 5 Lagen. Und es sieht auch so aus von der Oberfläche her, dass wirklich immer auch ein Zwischenschliff gemacht wurde. Und das ist natürlich für uns ganz geil. Das Schiff ist gestern aus dem Wasser gekommen. Und wir haben heute die Messwerte ja immer erst einmal vorm Anti-Fouling-Kratzen genommen, damit man dann danach die Referenzwerte hat und dann auch am Rest des Rumpfes einfach die Summe gegenrechnen kann und weiß, wie sieht das Gesamtbild aus und nicht nur die kleinen Spots. Und die Werte sind, ich sag mal, wir haben 8 Messpunkte, 6 davon sind im grünen Bereich und 2 davon, habe ich jetzt gerade schon mal geguckt, sehen auch gut aus. Also top Unterwasserschiff, da braucht man sich keine Gedanken machen. Schön. Boote sind aber tolles, ne? Rolf möchte mit seinem Boot ja im Norden unterwegs sein und unter Umständen auch mal etwas außerhalb der Saison, weshalb er vom Konzept Decksalon so angetan ist. Die Moody hat einen echten Decksalon und wir unterscheiden in echt und unecht aufgrund der Möglichkeit, sitzend im Salon rausschauen zu können oder eben nicht. In unserem zweiten Podcast in unserer Mitgliedschaft mit Thorsten von Sirius sprechen wir über genau dieses Thema ganz ausführlich und Thorsten hatte da echt spannende Fakten zu erzählen gehabt. Und wenn du das sehen möchtest, kannst du ganz einfach Mitglied werden, indem du neben dem Abonnieren-Button auf Mitglied werden klickst. Dann bekommst du alle weiteren Infos. So, weiter im Text. Der innenliegende Steuerstand auf Steuerbord bringt so ein bisschen das Motorboot-Flair, aber sorgt natürlich dafür, dass man das Boot eben auch bei schlechtem Wetter noch trocken und bequem steuern kann. Und wie ihr seht, Ole ist vom Raumgefühl auch ganz angetan. Finde ich aber nett. Ist halt geräumig, aber es ist sehr gemütlich. Also ich kann mir das so im Winter schön grog, Heizung läuft. Kuschelig. Ich finde das Raumgefühl hier drin sehr geil. Was ich zum Beispiel super finde, hier habe ich in der Küche, wenn ich jetzt hier stehe und am Abwaschen bin, einfach mega viel Platz in meinem Kopf. Wenn ich am Fahren bin, kann ich hier mein Herd machen und ich kann immer mal eben schnell, passt. Ich kann mir den Kartenplotter drehbar machen, dass ich den auch noch nutzen kann. Heißt, ich kann wirklich aktiv hier in der Küche sitzen, alles vorbereiten oder in der Küche stehen und es ist sicher. Also ich kann rundum rausgucken, da ist ein kleines Fenster, ich habe hier meinen Rundumblick, Decksalon mäßig. Das finde ich schon cool, weil man nicht hier dieses leicht eingeengte wie in manchen Schiffen hat, sondern man hat wirklich ein Mordsgefühl. Das ist sehr, 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 sehr cool. 33 Fuß.
Die Aufteilung der Moody bietet mit ihren zwei wirklich geräumigen Kabinen Platz für 4 Personen. Zudem ist der Tisch im Salon absenkbar, sodass auch mal 4 plus 2 Personen an Bord Platz haben. Ganz praktisch ist das auch bei Nachtfahrten. Die längs platzierte Küche bietet viel Stauraum für die Größe, das ist sehr gut. Und unser persönliches Highlight ist das für 33 Fuß enorm geräumige Bad, sogar mit eigenem Duschbereich. Für Rolf, der eben mit seiner Frau und manchmal mit Sohn oder Gästen segeln möchte, ist die Aufteilung so ein echter Volltreffer. Und die zweite Kabine im Heck kann sich auch sehen lassen, sodass man seine Gäste nicht direkt vergrault. Hier im Vorschiff kann ich mit meinen geschummelten 1,80 noch fast komplett stehen. Ich habe hier einen vernünftigen Kleiderschrank, ein geräumiges Bett, schönes Gefühl, man hat kein beengtes Gefühl hier vorne drin. Gibt ja viele Menschen, die da ein bisschen Probleme mit haben, aber hier wirklich eine schön große Kabine. Hier haben wir dann auch einen kleinen Schreibtisch, heute in Zeiten von Homeoffice natürlich ganz geil. Früher war es eher als Schminktisch konzipiert. Wir sind ja auch nicht die schlanksten, aber wir können uns hier super zu zweit drinnen bewegen. Und das finde ich schon sehr cool. Man hat halt hier sein Tischchen. Ne, kann man sich hier irgendwie vielleicht noch so einen Klappstuhl hinmachen. Und dann kann man hier, hat man auch noch Platz drinnen, kann man sich hier einen Bildschirm oder sowas machen und hat direkt das Office im Boot. Und wir sind immer noch in einem 33 Fuße, aber vom Raumgefühl finde ich das sehr beeindruckend. Jetzt kommen wir noch nach hinten. Wir haben auf der einen Seite eine riesen Wachskiste, da gehen wir nachher noch rein. Wir haben aber noch eine zweite Kabine und das ist nicht eine Hundekoje, was ja bei den Baujahren eher so üblich war, sondern wir haben eine richtig vollwertige Achterkabine, die für diese Größe echt beeindruckend ist. Ich bin ein bisschen zu dick dafür, muss noch ein bisschen abnehmen. Aber schaut euch das mal an. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Wir haben hier, war ja früher so üblich, noch ein kleines Waschbecken. Eine ganz nette Idee, brauchen wir es jetzt nicht. Aber man hat hier tatsächlich, man kann hier immer im Sitzen, das finde ich immer ganz wichtig, dass man auf dem Bett aufrecht sitzen kann. Hier wird es natürlich dann einen Ticken enger, aber sagen wir mal, man kann mit zwei Leuten, wenn man kein Problem mit ein bisschen enger hat, kann man hier echt gut übernachten. Man hat hier zwei Fenster als Lüftungsmöglichkeit unten. Viel Tageslicht von da. Kleiderschrank. Mir gefällt das Schiff. Es ist ein sehr, 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 sehr tolles Raumkonzept für das Alter. Und ich behaupte mal, für das Alter steht das Nasirius nicht nach. Na, das wollen wir doch jetzt mal sehen. Wir haben ja einen absolut guten Kontakt zum Geschäftsführer von Sirius, Thorsten. Und der Name Sirius wird ja auch immer als der Maßstab für super Bauqualität genommen. Deswegen machen wir jetzt mal einen ganz kurzen Vergleich explizit mit der Sirius 32. Denn das ist ja eine ähnliche Generation, also dieselbe Bootsklasse. Die neue 310 ist natürlich auf einem ganz anderen Level und nicht mehr vergleichbar. Die 32er wurde seit 1995 gebaut und hat bereits die Aufteilung, wofür Sirius so bekannt ist. Die zweite Kabine ist unter dem Decksalon untergebracht. Das ist sehr clever, das ist ja auch die ruhigste Position im Schiff beim Segeln und dafür wird im Heck sehr viel Platz frei für ordentlich Stauraum. Das Heck ist zu schmal für eine ordentliche Kabine, weshalb das Konzept auch so entstanden ist und das hat sich ja auch bis heute tatsächlich so gehalten. Die Moody 33 Eclipse, die ist insgesamt und auch im Heck etwas breiter, sodass die Achterkabine wieder möglich wird. Und das ist dann im Endeffekt sowieso einfach Geschmackssache. Der Rest der Aufteilung ist ähnlich, wobei sehr bemerkenswert, die Sirius 32, die wurde seit 2003 in 18 verschiedenen Ausbaumöglichkeiten verkauft. Das ist ordentlich, da steckt jedenfalls richtig viel Hirnschmalz drin. Das ist sozusagen ein Boot für den kaufkräftigen Individualisten gewesen, also Semi-Custom. Bis 2011 wurde sie gebaut, deswegen variieren die Gebrauchtbootpreise für dieses Modell auch so sehr. Bis zu 200.000 Euro kann man hinlegen, wenn es denn mal eine gibt. Deswegen können wir die Moody 33 Eclipse mit gutem Gewissen als eine, ich sag mal, Low-Budget-Alternative zu der Sirius 32 bezeichnet. Natürlich mit Abstrichen in der Vollendung der Bauqualität und natürlich was den Namen angeht, aber dafür mit ziemlich gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. So, das waren jetzt meine 2 Cent zum Konzept und zu der spannenden Ähnlichkeit zwischen den Booten und jetzt geht's weiter in Kopenhagen. Ein weiterer Pluspunkt, über den Hendrik sich an dieser Stelle wahrscheinlich sehr freuen würde, die Moody ist an Deck mit Flexi-Teak belegt. Sieht gut aus, ist pflegearm, finden wir super. Außerdem hat der Eigner schon in neue Navigationsinstrumente investiert, sodass Rolf erstmal losstarten kann und nicht direkt große Investitionen oder Arbeiten vor sich hat.
So, jetzt kommt der Auflieger, dann geht's zum Kran und dann geht's ins Wasser. Und dann müssen wir uns tatsächlich auch ein bisschen sputen, weil wir haben hier eine Brücke, die geht nur alle 2 Stunden auf. Das heißt, wir schmeißen direkt den Motor an und gehen dann raus und machen den Sea Trial. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie jetzt segelt und wie sie sich verhält. Aber bis jetzt sieht das auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr gut aus. Während das Boot ins Wasser kommt, noch ein paar Fun Facts zur Baureihe. Die 33er ist eine von 3 möglichen Optionen der Baureihe Eclipse aus dem Hause Moody. Achtung, Original Moody, nicht das heutige Moody. Es wurden noch 38er und 43er Eclipse produziert. Die 43er allerdings nur sehr kurz und in kleiner Stückzahl. Unsere 33er hier ist die erfolgreichste aus den Serien mit sage und schreibe 253 gebauten Exemplaren. Sie stammt, wie auch die beiden anderen, aus der Feder von Bill Dixon. Der Name dürfte den fleißigen Zuschauern unter euch bekannt sein, denn die Tazewell 49 aus einer unserer Zeig uns dein Boot Folgen wurde auch von Bill Dixon entworfen. Wir müssen jetzt hier mal eben den Achterstark wieder anbauen. Achterstark, ich kann auch mal vernünftig reden. Das wurde fürs Kran abgemacht, weil das so ein Traversenkran ist. Und der obere Bügel kommt sozusagen immer ans Achterstark ran. Und deswegen wird das dafür demontiert. Außerdem warten wir gerade noch darauf, dass die Brücke sich für uns öffnet. Da haben wir jetzt noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Deswegen tuckern wir jetzt gerade noch so ein bisschen gemütlich durch den Hafen. Nicht oft, dass man den Motorcheck von drinnen macht. Aber es nieselt gerade, also eigentlich ganz geil. Der Hauptgrund ist natürlich nicht der Regen, sondern der Drehzahlmesser ist hier drinnen, also das Schaltpanel vom Motor. Und da ich das gleich für meine Checks brauche, machen wir das Ganze jetzt von drinnen. Wir haben jetzt die Segel gezogen. Die Rollanlage an sich ist schon ein bisschen älter. Die klemmt so ein bisschen, also sie schabt sehr stark, die muss mal gewartet werden. Es waren jetzt auch zu viele Wicklungen drauf, aber das Segel sieht sehr gut aus. Das steht echt super da. In der Regel haben wir während eines Gutachtens ja überhaupt nicht genügend Zeit, das Boot auf sämtlichen Kursen und unter verschiedenen Bedingungen zu testen und bekommen so also meist nur einen recht kurzen Einblick in die Möglichkeiten, die das Boot bietet. Für richtig detaillierte Aussagen bräuchten wir natürlich unterschiedliche Windverhältnisse, auch mal mehr Welle, vor allem aber mehr Zeit. Sobald wir unsere Checks durchgeführt haben, wollen Makler und Verkäufer meist auch fix wieder zurück in den Hafen. Wir hatten hier beim Probesegeln Halbwind, 10 bis 12 Knoten scheinbaren Wind und konnten dabei immerhin 5 bis 6 Knoten auf der Logge sehen, was für einen vermeintlichen Motorsegel-Look mit dem Decksalon gar nicht mal so schlecht ist. Segelt sich sehr gut. Natürlich hoch am Wind ist so ein bisschen weniger performant, aber gerade so halber Wind bis hin zu hoch am Wind haben wir gerade schon einen sehr guten Speed gefahren. Also wir haben hier jetzt aktuell vielleicht 5-6 Knoten Wind, fahren aber auch mit immer zwischen 2 und 3 Knoten. Jetzt hier Raumwindkurs. Auch in den Wellen, es verhält sich relativ, also wir haben jetzt kleine Wellen, aber es verhält sich sehr ruhig, ist sehr agil am Ruder. Also man merkt hier wirklich, dass es ein Standardrumpf ist, wo ein Decksalon drauf konstruiert wurde, aber mit allen Vorzügen eines Decksalons. Aber trotzdem ist das Schiff sehr angenehm zu fahren und man kommt voran. Also auch bei wenig Wind, ne? Marc hat gerade schön gesagt, 2 Knoten Fahrt sind 2 Knoten Fahrt. Wir sind wieder im Hafen angekommen. Ole geht direkt und postwendend seiner sowie Hendriks Lieblingsbeschäftigung nach und kriecht in Bugskisten. Hallo! Nur wussten wir ja im Vorfeld schon, dass die Moody in relativ gutem Zustand sein sollte. Das hat sich dann auch bei Oles Gutachten einfach nochmal bestätigt, was für uns und Kunde natürlich super ist. Für euch vielleicht weniger, weil wir haben gar nicht so viel Technisches zu zeigen. Mag ich immer gerne, wenn die Pudding-Eisen-Einlaminierung einfach zugänglich. Sie ist da, kannst du was reinhängen, aber das ist nicht alles ausgekleidet. Weil in einem Schadensfall kann man hier sehr leicht reparieren. We'll be right back.
Wunderbar. Feierabend. Gut. So, wie wir nun gehört haben, Decksalon-Yachten in der Größe sind gar nicht mal so häufig zu finden. Ich denke, das Boot wird in den nordischen Häfen definitiv ordentlich auffallen. Es ist auf alle Fälle schön und auch bemerkenswert, dass es diese Konzepte überhaupt gibt. Und die Moody 33 Eclipse, die ist ein absoluter Volltreffer für diese Bootsuche gewesen, passt hervorragend zu den Anforderungen. Es ist ein sehr effizientes Segelboot, bietet viel Platz für die Größe und natürlich auch für die Investition. Es ist ein solides und wertiges Boot und wir finden, da hat Moody schon echt etwas Gutes gebaut. Und diese hier, die ist auch noch in einem sehr guten Zustand. Rolf kann also einfach lossegeln. So, und die große Schwester davon, die 43er von dem Modell, die haben wir auch noch in petto. Ole und Marc haben letztens auch ein Exemplar davon begutachtet und da ist natürlich der Unterschied in der Größe und der Aufteilung besonders spannend zu sehen. Das gibt's auf alle Fälle auch bald. So, und wie immer, abonnieren und liken nicht vergessen, wenn dir gefällt, was wir hier auf unserem Kanal machen. Wenn du noch nicht genug hast, hier links ist ein Video eingeblendet, was dir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen wird. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Eine gute Zeit euch allen bis dahin und ich bin jetzt auch froh, dass ich mich verziehen kann, bevor ich einen Sonnenbrand auf meiner kompletten rechten Gesichtshälfte bekomme. Also, ciao, ciao.